Herzlich willkommen zurück bei Daisy. Ja, die letzte Episode war ein bisschen durcheinander, aber heute sind wir jetzt wieder vereint hier. Ich bin ja gerade rübergelaufen von dem Berghügel da drüben und die anderen sind ja auch noch in der Nähe. Curry sitzt gerade neben mir, trinkt was mit mir zusammen. Hallo. Und wir haben beide Hunger. Wir müssen gleich erstmal was zu essen suchen. Das ist aber erstmal so ein Primärziel. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir noch immer Gefahren in Elektro lauern. Ich bin ja immer ein bisschen angespannt hier in Elektro. Wir sind die Bewacher auf Elektro. Hast du gefunden? Bist ein bisschen elektrisiert, ne? Ja. Ja. Echt, lag das im Haus oder was? Ja. Nee. Echt, das lag hier? Ja, ja, lag hier. Ach, Daisy, Mann, ey. Das ja, der Major und ich sind hier zusammen. Wir wollen jetzt die Alm Teil 2 drehen. Nackt und innig. Aber ohne Scheiß, der Server ist irgendwie voll komisch. Ich trinke die ganze Zeit nichts passiert. Ah, jetzt. Irgendwann, okay, Major, wollen wir mal runtergehen zu den alten Halunken? Oh, der Matcher pfeffert sich noch was. I'm shaking. Warum zittert der jetzt, Alter? Was ist los? Ja, ja, mach ruhig. Ach, okay, die Jacke ist kaputt. Ja, ja, meine auch. Ja, was ist in der letzten Folge passiert? Für alle, die es nicht gesehen haben. Der Bronzer hat jemanden umrasiert und wurde selber noch erwischt. Ich habe versucht, Bronze wieder zu beleben, hat nicht geklappt. Der Typ lag direkt in unserer Nähe, hat herumgesprayt. Curry wurde auch eliminiert, hat aber dann sich das Loot, den Loot von dem toten Magga da geschnappt. Also wir sind eigentlich alle wieder voll am Start. Wir brauchen auf jeden Fall endlich mal Magazine, wir brauchen Munition, wir brauchen Essen, Trinken. Also wir sind richtig arm eigentlich, obwohl wir eigentlich ganz ja, cool aussehen. Ja, finde ich. Hast du noch Muni-Curry für deine Waffe? Ja, alles voll, guck, Alter. Mal rüber, Curry, oder? Ich hab halt auch noch Muni für. Curry, guck mal. Ich hab, warte. Was guck mal zu mir. Alter, ist das für eine Waffe, Alter? Ist das eine Art COG oder was? Ich dachte, das ist so ein, das heißt Kashka oder so. Okay. So ein Visier für Kashtan die AK, Scope, ne? Heißt das. Ja. Hey, so, und das Ding ist, Stadt, der Typ, den wir vorhin erschossen haben, der hatte natürlich, wartet ihr auf mich? Ja. Der hatte einen Verbündeten und jetzt ist natürlich die Frage, wo ist der Verbündete? Das frage ich mich auch. Hm? Wo die ist wirklich, der wirklich? Ja, vielleicht sind die auch gar nicht zusammengehört, aber das war halt voll komisch. Die sind halt fast direkt nebeneinander gelaufen, ne? Ja. Einen Plan, wollen wir in die Stadt oder wollen wir jetzt, Wir brauchen auf jeden Fall was zu essen. Ja. Meinst du, wir finden in Elektro was? Elektro würde ich also nicht noch essen. Nee, dann lieber nördlich, Elektro, oder? Lieber die Küste hoch, oder? Ja. Nach Solni vielleicht mal gucken. Ja, wenn ihr noch 2 Minuten wartet, wäre super. Dann kann ich meine... Ja, wir sind hier. ...ganzen Sachen hier auffüllen noch. Das wäre prima, ey. Prima von euch. Komm mal nach hinten, nicht, dass wir von hinten gehen. Ja, ich guck schon nach hinten. Aber wir müssen echt uns angewöhnen, wenn wir Tannen sehen, dass wir die dann erstmal komplett einmal durchsuchen, ne? Weil sonst kann immer eine Überraschung folgen. Machen meine eigenen Teammates ab, ey, yo. Ja, wie weit kann eigentlich die AK so schießen, Major, also? Die sind direkt neben dir und covern dich eigentlich. Also kannst ja mal hoch zeroen. Achso, kann man zeroen? Ne, ich kann nicht zeroen mit der. Zero, man, Bitches. Die Entfernung kannst du ja mal hochsetzen. Doch, klar kannst du das. Nee, mit dem Visier kann ich das nicht. Oh, Curry, der hatte keine Mosin-Schuss, ne? Ja, warum? Nee. Okay, ich bin am Start, Leute. Let's go. Okay, wir wollen also hier weg, ne? Ja, ich würde Elektro... Wir jetzt hin. Bis Elektro. Da oben. Die anderen beiden sind Elektro. Ja rechts. Okay. Okay. Wir haben eine Opfer zu verzeichnen gehabt. Curry... Ja, okay, 2 Opfer. Ich zähl dich. Curry, wir beide sind die Lonely Survivor, Mann. Come on, go. Warum, wir sind doch jetzt wieder da. Wir waren ja gar nicht tot. Wir sind ja auferstanden das wieder. Das Ding ist, ich fühle mich immer unwohl, wenn wir halt so dicht beieinander laufen, weißt du? Also sobald einer von uns gesehen wird, ist die Truppe von denen sofort informiert, dass wir 4 oder 5 oder 3 Leute sind. Hm. Überlegt ja, gerade, wie wir das machen so können. Ja, aber wenn wir dann wieder weiter auseinander laufen, dann verlieren wir uns nachher wieder. Ey, ob halt 1 oder 2 in der Küste laufen und... Ja, das wäre natürlich klar, das wäre wieder besser. Ich lauf mal runter. Ja. Also, dass man die Stadt in eine Zange nehmen kann, oder? Oder ob wir halt versetzt laufen. Also ich wäre schon für die Küste, aber Also ich laufe jetzt mal weiter runter hier an der Küste. Und gucke mal ein bisschen runter hier, weißt du? Nicht ganz, was aber... Was ich mal geil finden würde, wenn wir mal einen Bambi treffen und denen auch mal was geben können und so. Aber hier triffst du ja keinen. Wir haben ja nichts. Erstmal brauchen wir was zu essen, weil sonst bin ich gleich wieder down. Braun Hunger, ne? Ja. Ja, dann die Operation Bonzer Essen besorgen, Curry. Apfelbaum suchen, oder was? Was? Bonze, ich glaube, Bonze, wo ist der Apfelbaum? Okay. Äpfel suchen. Ja, ich bin hier mit dem Major unterwegs, Curry, mit dem Bonze. Guck mal, wenn wir einen Gegner sehen, den eigentlich gut in die Zange nehmen sogar, ne? Ja. Das wäre gut. Also wir können jetzt alle schießen, ne? Bonze kannst du schießen? Ja. Okay, gut. Ja, mir fehlt perfekt. Halt ein Magazin. Wenn ich ein Magazin hätte, wäre perfekt. Dann hätten wir alle gute... Ich habe auch genug... Ja, der hatte 3 Stück, nur waren die alle kaputt, ey. Ja, leider. Wo
findet man ein AKM-Magazin? Ah, Gefängnis, Military Base. Wenn das jetzt nicht verschoben wird. Polizeiwache? Nee, da glaube ich nicht. Kann halt sein nach dem Update, aber. Oder Autos halt, ne? Wir müssen immer die Autos abchecken, die Polizeiautos und sowas. Ja. Ah, scheiße, mein braunen Hunger, ja, Alter. Wir müssen echt schnell was finden. Ja, ja, vorne kommt jetzt keine Show. Wenn du braunen Hunger hast, dann. Oder Apfel halt. Kann ich dir gleich mal in der Stadt ein, zwei Dosen geben. Ja, da sind doch auch Apfelbäume, oder? Da können wir auch mal ein bisschen pflücken, ja, dann. Wäre schon gut, ey. Mit der Apfelbäume. Weil bei braunen Hunger geht's immer langsam los, dass die sich dann. Ist da unten Bronze, ne? Ja. Ich laufe hier an der Schiene, an der Gleisschiene, ja. Ja, ja. Nee, ich meinte an der Küste wirklich. Nee, an der Küste nicht. Hier bin ich. Guck. Ja, ich bin hinter dir. Bronze dreht sich erstmal zum Melcher so mit dem Rücken. Der Melcher hat dich jetzt so easy killen können. Ich hab euch doch schon links gesehen, Mann. Ja, ja. So, hallo. Hier eine Dose. Curry. Easy Curry. Ich mach ein Foto von Dose. Euch. Danke. Außen hier auch noch was, Curry? Nee, bei mir geht's jetzt. Der Dennis immer so seine Waffe auf dem Boden liegt, das sieht immer so geil aus. Ich hätte immer voll Angst, dass ich die da liegen lasse, ey. Ja, das ist bei mir auch so. Meine MP5K wird die ganze Zeit gedroppt. Lol. Ich habe gerade diese Pfirsiche gegessen und bin stuffed. Ja, klar. Ja? Aber nicht energized, oder was? Nee, immer noch hungry. Das ist denn für ein Aber das kommt manchmal, das dauert manchmal, bis das kommt. Sorry. So. Also, das hatte ich schon mal. Naja, aber wie kann man denn stuffed sein und dann nicht energized? Ach, weiß kein Mensch. Oh, wir vergessen den Bronze gerade. Vielleicht zu viel Flüssigkeit oder so. Ja, ich hab ja nicht. Achso, stimmt, ich hab ja genau mich hydrated getrunken. Diese Ruhe. Ja, und bei DayZ Update 059 soll bald tatsächlich drei neue Fahrzeuge in DayZ eingebunden werden: einmal der Bus, der Icarus, so heißt der. Und dann noch Autos. Ich glaube, zwei neue Autos. So mit einem Update? Hm? Was ist denn da los? Die Entwickler haben da muss ich schon wieder lachen, haben bekannt gegeben, dass es bis zum Release von DayZ 1.0, also die Vollversion, soll es tatsächlich zwei Wipes noch geben. Ja, also zweimal der Charakter zurückgesetzt werden. Also wir müssen bedenken, wir haben jetzt praktisch 50% oder 60%, ne, 55% von DayZ erlebt, von der Entwicklung her. Und die haben jetzt ungefähr noch, sag ich mal, das gleiche vor sich, ja, weil ist ja 058 von 1.0 und da könnte es interessant werden, was noch alles so kommt. Ja. Denn die Beta musste ja eigentlich mal langsam angekündigt werden und so weiter und jetzt wurde ja die Xbox One Version angekündigt, obwohl, ach ey, ich bin ganz ehrlich. Wird so viel angekündigt, was wohl noch gar nichts fertig ist. Bohemia Interactive ist der Entwickler in Sachen Labern, ne? Ich frag mich dann, was die dann auf den Konsolen machen, also wenn es dann irgendwie zu wenig Spieler an der Küste gibt, ob die dann auch einfach ein Airfield entfernen und sowas. Neues Update für DayZ, 45.000 GB groß. Was haltet ihr denn eigentlich vom Singleplayer jetzt? Der soll ja auch jetzt noch implementiert werden. Verstehe ich gar nicht, wie das aussehen soll. Weißt der Singleplayer-Modus ist ja tatsächlich nur dazu da, um Mods zu testen, da DayZ Mod-Support auf privaten Servern kriegen soll. Natürlich, natürlich. Gibt's den dann auch, eine gute Idee, gibt's dann aber auch auf der Konsole oder was? Ich hab keine Ahnung. Aber es ist nicht. Doch dann ein offizieller Singleplayer, oder nicht? Ja, was willst du da machen die ganze Zeit? Ja. Zombies jagen. Ich weiß es nicht. Voll. Oder dich selbst töten. Von Stadt zu Stadt zu laufen und gucken. Oder sich wundern, wie schön die Stadt doch immer aussieht und neu. Ja, nicht immer in jeder Stadt dieselben Häuser. Ja, immer ganz. Oh, da rennt ein Spieler. Unten rechts im Felsen, hast du gesehen? Major, hast du das nicht gesehen? Ich bin an der Gleise, Leute, ne? Ach, was? Hey, das kannst du gar nicht gewesen sein. Orangener Rucksack. War das ein orangener Rucksack? Wo denn? Ich hab da auf jeden Fall was rechts hier, rechts, da ist so ein Felsen. An den Gleisen. Gleis. Genau, ja, ja. Dann wird wahrscheinlich wohl der Bronze gewesen sein, okay. Weil ich dachte, du wärst hinter uns, deswegen. Ich will den Spannungsbogen auch. Ja, ich hab nur ganz kurz jemanden rennen sehen, deswegen. Ja, also für mich ist Singleplayer in DayZ Quatsch. Ja. Weil jede Stadt auch. Sieht das identisch aus. Das ist ein Multiplayer-Game. Ja, vor allem, es gibt ja hier, es variiert sich ja auch nichts, weißt du. Nee. Nix. Wenn ich von Elektro nach Tscherno renne, was soll ich denn da bei entdecken? Eigentlich, aber man muss echt mal sagen, ne? Eigentlich ist es voll behindert so, im Grunde, dass die Häuser sich alle zwei Städte fast identisch wiederholen, ne? Ja, aber muss halt für ein Open-World-Game so sein, ne? Findest du? Halt, ja, also wenn jetzt alles anders wäre, dann wäre die Performance, ja, siehst du auch, auf der Straße spawnen 20 Mal dieselben Autos, ey. Ja,
Das stimmt. Na gut, aber das hat ja nichts damit zu tun, ob mit irgendwelcher Performance oder sonst was. Das ist einfach nur mit der optimiert, ne? Siehst ja, bei GTA läuft flüssig wie sonst was und das sind auch überall verschiedene Texturen, so weißt du. Ja, Autos, aber die ganzen Gebäude und alles. Hä? Nee, warte mal. Wenn jetzt in GTA auf der Straße jeden Auto spawnen würden. Das sind wir, Bonzo. Polizeistation sind wir. Leute, ey, ohne Scheiß. Das ist... Ja, du warst ja gerade an der Garage. Was kommt denn in die PM73 rein? Was ist das? PM73-Magazin. So mehr Texturen du laden musst. Danke, Curry, für die Information. Desto schlimmer ist die Performance. Also stimmt so nicht ganz. Bald ein laufendes Waffenarsenal. Hey, eben nicht dieselben Autos. Das stimmt nicht mit den Autos, weil wenn du nämlich den Singleplayer in der GTA spielst, sind da richtig viele unterschiedliche Autos. Ja, aber du siehst ja auf den Straßen, wie du halt, manchmal, wenn du ein bisschen rumfährst. Es hängt tatsächlich in GTA davon ab, Major, in welchem Viertel du unterwegs bist und um welcher Uhrzeit. Das ist bei DayZ, bei GTA ist es da echt krass gemacht teilweise, das finde ich echt gut. Weil das ich Ding weiß, ist aber, werden im Umkreis, also in deinem Umkreis immer dieselben Autos nachgeladen, damit nicht viel auf die Performance geht. Das, was du fährst, wird nachgeladen. Also wenn du jetzt zum Beispiel zu Fuß unterwegs bist, sind halt verschiedene Autos am Start. Aber wenn du dich jetzt in ein Auto reinsetzt, dann siehst du das Auto, was du fährst, sehr oft. Weißt du? Okay. Das habe ich. Das ist ja bei GTA so eine lustige Sache immer. Du tust dir zum Beispiel, also bei GTA 4 war das ein Problem, bei den Mods, da gab es ja den No-Taxi-Mod, glaube ich. Und wenn du da zum Beispiel jetzt irgendwie gemoddet hast, dann fuhren einfach nur Taxis rum, weil die Ressourcen voll waren von dem Spiel, weißt du? Und dann musstest du das No-Taxi-Mod-Ding reinbauen, aber dann sind die Texturen flöten gegangen, alles und so weiter. Also es ist immer so eine Sache. Wo treffen wir uns? Geh mal kurz zur Küste, weil ich brauche eine Jacke oder sowas, ey. Sonst bin ich gleich ein Zelt mitten auf der Straße. Schau mal da vorne. Ja, da ist ein Zelt mitten auf der Straße. Steht einfach so ein Zelt rum. An der Küste ist einfach ein Zelt. Nein, direkt auf der Straße hier. Wenn du durch die Stadt rennst. Ja, da bin ich gerade. Diese Hauptstraße. Der Berg da oben ist auch ganz beliebt, ne? Ja, warum steht da einfach ein Zelt? Köder, Mann. Das ist 100 pro irgendwas. Oder irgendjemand hat sich einen Witz erlaubt. Ihr seid gerade beim Major ist das. Major, du bist gerade beim Zelt, ne? Ja. Ja, gerade bei Curry. Curry, hier im Essenshaus sind ganz viele Klamotten. Ja, warte, ich gehe gerade nochmal bei den Roten gucken, aber das ist gar nichts mehr, ne? Warum steht denn einfach hier ein Zelt? Oh, Mann. Boah, ich hab... Hey, ich hab die neue Jacke gefunden, geil. Sieht auch nice aus. Jacke. Wer ist die hier? Haki M65 Jacket. Geil, ist also im Essenshaus, ne? Ja. Dann komm ich mal dahin. Sag mal, Major. Hast du die an? Ja, die gibt's, glaube ich, seit dem letzten oder vorletzten Update. Aber die gibt's nur einmal hier wahrscheinlich, ne? Green Hoodie, ja. Was ist das hier oben für ein Schlabberding? Aber Key into Rex, den nehmen wir mal mit. Ja, eben, wollte ich gerade anmerken. Du kannst ja auch ein Kleid anziehen, Major, du sexy Bitch. Ja. Der Postapokalypse nimmt man alles, Major. Postapokalypse. Der Bunze, da bist du gerade drin, ne? So, was haben wir denn hier ein schönes Jäckchen? Seid ihr denn? Da haben wir noch was. Essenshaus. Sind jetzt, ja, bei diesen Geil, Mann. Bei dem Zelt. Fährt das eine Mappe da durchs Wohnzimmer. Oh. Was war das denn, Alter? War das bei dir, Curry? Ja. Alter, wie laut ist das denn? So, jetzt dürfte ich. Yo, ich bin nicht mehr kalt. Geil, Mann. Yo, geil, Curry. Bist jetzt ein heißes Flüsschen. Das freut mich ja wirklich jetzt gerade, ne? Okay, dann lass uns mal weiterziehen, Leute. Wir haben noch eine kleine Runde vor uns. Okay. Bin hier mit dem Bronze. War das denn mit dem Zelt? Wollen wir einfach so stehen lassen? War da nichts drin? Ne, da war nichts drin. Da war. War empty. Empty Zelt, okay. Okay, wir warten auf dem Mahiga-Prinzip und dann geht's weiter. Ich renn schon weiter, ich renn schon. Okay, let's go, Mann. No. Weiter geht's, Freunde, weiter geht's. Wie einfach Major unser Anführer in Daisy geworden ist, so krass. Oh ja. Oh ja, Major. Bra. 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 Major. Auf einer Beere, oder? Was ist denn los? Wir erreichen jetzt gleich Solni. Okay, meine Damen und Herren. Soll nicht sein. Ey, ich wollte gerade was anmerken. Die Felsen hier. Ja. Yeah. Ganz beliebt für einige Sniper, die campen hier ganz. Ich weiß, kenne ich. Aber noch eine kleine wichtige Sache am Rande. Wir wollen ja nach Beri und in Beri wurde einiges getan.
Ich glaube, Beri wurde komplett umgemodelt da. Also da bin ich mal gespannt. Da gibt es auch das neue Schulgebäude. Da können wir ja auch mal ganz kurz sehen. In der nächsten Episode. Ja, die nächste Episode. Ja. Mann, See, wie geil. Da gehen wir mal zur Schule. Voll der schöne See, Mann. Bonze, machst du dann, dann machen wir ein machen bisschen. Machen wir ein bisschen, genau. Ich zeige euch mal was in der Schule. Bonze macht wir reden ein bisschen über Pyramiden. Ja. Über Anunnaki. Logisch, und über untergegangene Hochkulturen. Alles. Bonze, da packt er wieder das Lexikon aus, ne? Schön. Ich finde, der See ist so ein Let's Play, da kann man, man hat mal Action, aber man läuft dann einmal durch die schöne Ingame-Natur hier und man kann ein bisschen plaudern, ne? Es ist einfach so ein, bisschen so eine Mischung aus Let's Talk und Action ohne Ende. Dann kommt die. Oder? Action von ganz allein. Ja, dass man auch mal redet hier, wenn man unterwegs ist. Am Surviven ist ja klar, ne? Dass man sich unterhält. Ich meine, ist ja bei Walking Dead nicht anders. Das ist ja auch nicht nur 24-7 Action, da ist ja auch mal Story ein bisschen quasi, in dem die Charaktere vorgestellt werden oder alles. Am liebsten würde ich meine Folge immer so gestalten, halt Sachen reden jetzt. Redet, ein Lagerfeuer hat oder so irgendwo. Dann, geht's los, dicke Action, ne? Ja, und wenn man halt Action hat, dann kommt, wo man sich auf die Action konzentriert, dann kommt halt wieder eine Szene, wo man dann vielleicht sitzt oder so und quatscht. Ja. Weil ich meine, dadurch, dass wir jetzt laufen und dabei quatschen, ganz normal ist, gehen wir mega die Konzentration, ne? Ja, klar. Wobei man jetzt, wenn man irgendwo hinläuft, ja auch eigentlich nicht viel machen muss, außer nach alle Seiten abspotten, oder? Ja, ob man das reden immer ganz Frage, ne? Ich laufe gerade unten an den Gleisen lang. Ja, ich laufe mal hier oben lang. Ja, auch ganz nach oben. Dedo, my friend, Dedo. Ja, das ist natürlich richtig, Major. Ach, da drüben das Inselchen. Halt, stell dir mal vor, du wärst in so einer einsamen Welt, wo Zombies sind und halt Banditen. Ich wette, wenn du da rumläufst, hast du so Angst um dein Leben, dass du halt kaum redest. Klar. Und da redest wenn, du gar nicht, weil du kannst ja gehört werden, ne? Ja, und wenn du dann redest, dann halt irgendwo in der Lagernähe oder so. Wenn man unterwegs ist, dann muss man natürlich die Augen aufhalten, ist klar, ne? Ich meine, hinter jedem Stein oder Ecke könnte natürlich ein Zombie eigentlich lauern. Das ist ja auch, also das Zombie-Feeling ist ja hier jetzt auch nicht so krass, wie es wahrscheinlich wirklich in der Postapokalypse wäre, weißt du? Also, Zombies sind ja gar kein Gegner, ne? Das ist ja auch das Problem, so, weißt du? Dafür natürlich aber die anderen Menschen und deswegen sollte man natürlich auch die Augen offen halten, das stimmt aber, ne? Gab einmal eine Situation bei einem Zombie-Spiel, da hatte ich Angst vor Zombies. Und das war, also, weil ich fand, das habe ich mit dem Curry, glaube ich, gespielt. Breaking Point war das, ne? Und dann sind Breaking wir nach, Point. Genau, dann sind wir da. Ja, gut. Aber was ich da krass fand, wir sind dann nach Elektro gelaufen und dann war ganz Elektro voller Zombies, aber nicht einfach so zwei, drei Stück. War halt die Anzahl, die schockiert hat, ne? Aber jetzt die Zombies an sich waren auch einfach. Naja, die kannst du doch einfach mitlaufen. Die waren scheiße. Lassen, oder? Ja. Ja, ja, aber ich meine nur, du kommst da hin und dann stehen auf einmal so im Nebel so 100 Zombies. Ja, weißt du? Ja. Und du denkst so, boah. Ja, das ist aber schon geil irgendwie, ne? Man, eigentlich, ja, gut, aber die machen ja nichts. Eigentlich müsste in größeren Städten müsste schon mega voll sein mit Zombies, weil das ist ja sonst unrealistisch. Ja, Mann, guck mal hier. Ich meine, das ist ja bei I'm Legend, Alter. Wenn es dunkel wird, geht die Post ab, weißt du? Ja. Das wäre geil, so, weißt du? So ein Setting, wenn es dunkel wird, Alter. So ein bisschen so Minecraft-ähnlich, weißt du? Von genau, musst du deine Hütte zubauen, Alter, und dann ab die Post. Boah, ey, das wäre mal echt nice. Das könnte man so geil machen einfach, ne? Aber das hier ist alles so Müll manchmal. Ja. Dann nur nachts so einfach die ganze Welt gestürmt wird von den Monstern, die dann rauskommen, ey. DayZ könnte auch noch geil, ein richtiges Housing-Feature vertragen, finde ich. So ein richtiges, weißt du? Ja, jetzt natürlich. Nicht nur so ein Low-Gedöns da, dass du dir da mal ein Zelt hinstellst irgendwo, sondern... Gehört ja dazu. Ja, richtig. Base-Building halt, ja, ne? Base-Building, vernünftig, ne? Oder dann halt wirklich dir mal irgendwie eine Burg raussuchen kannst und die mal zubauen kannst oder irgendwas. Ja. Muss ja nicht mal eine Burg sein oder irgendwie in den Bäumen was bauen kannst. Wie geil wäre das denn? Dass wir das wieder träumen. Ja, Leute, was, das haben wir ja schon öfter gefragt. Was wünscht ihr euch denn? Also jetzt nicht so, dass ihr sagt, was für Items ihr euch in DayZ wünscht. Aber wie würdet ihr die Idee denn finden, wenn man sagen würde, boah, es wird jetzt nachts und dann kommen die ganzen Viecher. Und tagsüber geht man auf Nahrungssuche und alles. Also wie bei I'm Legend, schreibt es doch mal in die Kommentare und dunkle Orte boah, muss man Alter, meiden. Es würde Tunnelsysteme geben und so weiter. Stell dir vor, du bist dann so am Tag unterwegs und dann immer bevor es halt so Nacht wird und die rauskommen, hörst du dann diese Sirene, weißt du? Ja. Boah. Diese typische Sirene, dann Alter. Wie bei noch, okay, Silent Hill, wie bei Silent Hill. Aber was du, ich halt... was Curry, man, was ist da los in den Zähnen, ne? Da ganz schöne Ideen hier.
Beim Curry klappert das. Ja, wäre voll geil, oder nicht? Aber was ich halt geil finden würde, wäre auch noch hier wie bei. Da muss ich echt mal die Entwickler von Miscreated extrem loben. Also, was die aus dem Spiel rausgeholt haben, das wollte ich mir auch nochmal angucken, die Tage. Es ist so krass geworden einfach. Du hast da Höhlen, richtiges Höhlensystem. Du kannst da Sachen bauen, du hast Fahrzeuge da und du hast eine richtig schöne Grafik. Die Welt ist auch schön abwechslungsreich. Es gibt so viele Waffen und alles. Also, es hat sich so cool entwickelt, das Spiel. Der Server ist aber mega leer, ne? Ja. Wollen wir den Server mal wechseln? Ja, das können wir gleich mal machen. Ja, wir wechseln in der nächsten Episode an den Server und schreibt doch mal, wie ihr die Idee findet, die der Curry vorgeschlagen hat. Melcher und Bronze und meine Wenigkeit. Würde ich mich sehr freuen. Unter diesem Video und natürlich auch bei den Jungs vorbeischauen. Melcher sweept. Ja, sweepy. Sweeft. Dann, der Bronze biert Herr Currywurst und meine Wenigkeit. Und zum Schluss wollte ich natürlich noch sagen, falls es jemand interessiert, der Curry, der Major, der Bronzo, meine Wenigkeit, wir werden auch auf der Roleplay Convention gar nicht sein, denn das ist falsch. Wir werden auf der Gamescom sein. Wir werden auf der Gamescom sein. Ja, ich habe gerade mit Gedanken woanders. Wir werden auf der Gamescom. Ja, weil, ey, das ist so krass, dass jetzt schon Gamescom bald ist. Ja, ne, krass. 12 Monate sind so schnell umgegangen, ey. Weißt du noch, wo wir uns da gesehen haben, Dennis? Oh, ja, mein hart. Mein weiß noch, wo wir den Fake Major fotografiert haben. Jeder Major, hat das geglaubt. Wo der Major da vor mir stand, die ganze Zeit mal so. Der bot sich aber auch an, der Major da, ey. Ja, ey, der passte perfekt, ohne Scheiß. Ja, aber wie schnell, das, ne, schon. Ja. Ja. Aber ich bin verliebt. Auf jeden Fall, bis zur nächsten Folge. Achso, vom Glück, Mann. Ja, und danke fürs Zusehen. Macht einen Daumen hoch, wenn euch diese DayZ-Folge gefallen hat. Wie gesagt, ich betone nochmals, bei uns DayZ im Let's Play ist es so, dass wir nicht immer die dickste Action haben, aber auch einfach mal laufen und mal gucken, was passiert. Das ist was anderes. Was denn? Ich sag grad, bei uns im DayZ-Let's Play ist es immer so, dass wir nicht die dicksten Eier haben. Ja, das ist der Curry. Und mit diesen wunderschönen innigen Worte, die der Curry ja jeden Samstag auch an seinen Freund richtet, wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Tschüss! Schöne Eier!